heute stichwütiger ist als sonst. Hey! Mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum! Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub! Ich bin... Husch, husch! Mach Platz! Was guckst denn du so? Oh nein! Du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt! Meinem Schiff! Husch! Flag dich! Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Ja, Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Guardians of the Galaxy. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem galaktischen Video, Leute. Und wir sind stehen geblieben jetzt hier mit dem... Drax? Tut mir leid. Er hat die Tür zugeschlossen. Oh, ich dachte schon. Kaum erwarten, dass Star-Typ ich sieht, dachte, er hat die Tür zugeschlossen. Das wird großartig. Stimmt's, Muskelkopf? Ja, ich denke, ihr denkt gerade, was ich gedacht dann habe. Nicht. Ja, Leute, ich wollte sagen, ich denke, jetzt hier. Mein Strafregister gefunden. Mit den Guardians hier auf dem Schiff. Dann würde ich sagen, gerne liken, wenn es gefällt, wie in jedem Video. Und dann entsteht ein Gespräch. Ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Ich meine, es ist ein Strafregister. Für Kriminelle ist es wahrscheinlich beeindruckend. Ehemalige Kriminelle. Vergangenheit. Wir sind jetzt seriös, schon vergessen? Wir haben wohl unterschiedliche Definitionen von seriös. Okay, kann sein, vielleicht nicht. Aber trotzdem. Der Typ, der Thanos tötet, landet im berüchtigsten Knast der Galaxie? Das ist doch eine Wahnsinn-Story. Welcher Teil davon interessiert dich, Peter Quill? Wie ich den Titan getötet haben soll? Oder vielleicht eher mein Aufenthalt im Killen? Es wird ja immer gesagt, dass er Thanos getötet hat, aber ich glaube, das ist eher eine fiktive Story, oder? Oder hat er es wirklich getan? Also wenn Thanos gestorben ist und er ihn getötet hat, dann ist es schon echt krass. Wir fragen aber erstmal nach... können wir mehrere Gespräche anzetteln? Ich mache erstmal doch lieber sicherheitshalber den Thanos-Parts. Thanos? Thanos. Ich meine, er ist der wahnsinnige Titan. Das heißt, er sei unantastbar und BÄM! Spieler 2 ist beigetreten. Aber wie hast du es gemacht? Wie hast du Thanos besiegt? Durch Hexenwerk. Ach komm, echt jetzt? Wirklich. Nach dem Mord meiner Familie durch Thanos erfüllte Zorn mein Herz. Auf meiner Suche nach Rache fand ich Mentor. Du meinst einen Mentor? Nein. Sein Name ist Mentor. Und sein Bruder Cronus. Zwei Zauberer. Sie gaben mir einen Schlaftrunk, der mir meinen größten Wunsch erfüllen sollte. Thanos zu finden und zu töten. Du veralberst mich doch. Nein, nein. Als ich erwachte, war ich anders. Ich spürte die böse Lebenskraft des irren Titanen, fühlte, wie sie durch die ganze Galaxie pulsierte. Wow, das ist... Ich weiß, wie sich das anhört, Peter Quill. Und ich glaub dir auch, dass du das glaubst, aber es ist schon ziemlich abgefahren. Ja, das ist abgefahren. Sogar für Weltraumzeug. Ja. Jedenfalls bin ich dem Puls in meinem Geist gefolgt bis zu einem Mond im schwarzen Quadranten. Und dort fand ich Thanos, versteckt wie ein Feigling. Unsere Schlacht wütete tagelang. Jeder teilte auf der kargen Mondoberfläche Schläge aus, gleich stark und gleich entschlossen, den anderen endgültig zu besiegen. Und dann hast du ihm schließlich den letzten versetzt. Ich weiß noch, wie ich zum letzten Schlag ausholte und dann erschöpft zusammenbrach. Ich erwachte in einem Lazarett auf Elanis. Viele Rotationen später und ich wurde wie ein Held gefeiert. Weil du Thanos getötet hast. Angeblich. Aber alle Fasern meines Seins sagen etwas anderes. Ich spüre ihn immer noch da draußen. Und im Herzen hege ich keine Zweifel, dass er wie ich überlebt hat. Also lebt Thanos vielleicht doch noch. Und wie war das so? Da im Kiln. Er lebt bestimmt noch, Leute. Da keinen Zyklus safe, er lebt überlebt. Noch. Warum? Vielleicht gibt's da jemanden, den ich kenne. Dann bete, dass er schnell starb. Mal ernsthaft. Ist das wirklich so schlimm da? Schlimmer. Allerdings. Nach dem Chaos als Folge meiner fehlgeleiteten Rachsucht
war es eine wohlverdiente Strafe. Genau. Der Amoklauf. So könnte man es auch nennen. Nach meiner Schlacht gegen Thanos war ich ganz davon überzeugt, dass er noch atmete. Ich wollte Beweise und als ich keine erhielt, war ich sicher, dass seine Position geheim gehalten wurde. Ich sah seine Fratze in jedem Schatten und tötete jeden, den ich verdächtigte, ihn zu verstecken. Da waren doch sicher ein paar schlimme Finger dabei. Mag sein. Darüber kann ich nicht urteilen. Und wie haben die dich aufgehalten? Das Nova Corps, meine ich. Du bist Drax, der Zerstörer. Kein Kopfgeldjäger der Galaxie hätte dich zur Strecke bringen können. Ich stellte mich. Was? Wieso? Ich war dem Wahnsinn verfallen, war ein Opfer dessen geworden, was ich vernichten wollte. Als ich das erkannte, konnte ich nicht mit dem Monster leben, das ich geworden war. Gut, wichtig ist erstmal, dass du jetzt hier bist. Bei uns. Und so schnell gehen wir nicht ins Gefängnis zurück. Das bleibt abzuwarten. Ja, aber ich finde es sehr schön, dass die Drax ein bisschen klüger gemacht haben als bei den Filmen. Also Drax ist aber sehr sus, ne? Ich weiß, das ist jetzt ein Bug, aber es sah gerade ein bisschen komisch aus. Okay, dann würde ich sagen, rausgehen erstmal. Quasi ein bisschen mit Rocket und Groot und mit den anderen erstmal. Ein Asteroid, was? Woran arbeitest du, Rocket? Drax, warum verfolgst du mich immer? Ich hab doch gesagt, versteck die Quarantänezone Tech vor dem Nova Corps und ich mach was draus. Cool. Wann können wir sie ausprobieren? Kommt drauf an, wie lange du da stehst und mich störst. Willst du was? Meine Sachen herzustellen macht mehr Spaß. Aber Drax. Ich meine Pote. Alle Drax-Sass in die Kommentare, Leute. Aufgeladener Schuss können wir verbessern. Also wir haben jetzt keine Komponenten auf jeden Fall für eine Verbesserung. Ich würde dann aber sagen, Komponentenfinder, ja, ja. Cool, Superschlag. Droppt zusätzliche Gesundheits-Pickups, wenn nach einem Jetstiefel-Sprint natürlicher Schlag erfolgt. Das ist geil. Das ist auch geil. Wir machen das mal, Leute. Luftgleitsam. Alles für dich. Das ist sehr cool. Dankeschön, Rockets. Ich hab mir dabei den Rücken verrenkt. Drax, warum verfolgst du mich? Drax. Drax! Warum verfolgst du mich, Drax? Drax, bitte, lass mich in Ruhe, Drax. Drax, bitte, lass mich in Ruhe, Drax. Drax, ich will die Seife nicht aufheben. Drax, lass mich in Ruhe! Drax! Er will mich, Leute. Er will mich. Drax, bitte. Drax, bitte. Noch Drax. Lass mich in Ruhe! Er will mich nicht. Er kommt wieder zu mir. Drax, Alter, bitte, lass mich doch einfach in Ruhe! Ein ganzer Rocket, rette mich. Haben wir damit 10% von Raker erledigt? Und ich sage, wir lassen die anderen 90% in Ruhe. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich dieses kleine Wunder zerlegen darf, aber näher will ich diesem verflagten Kult nie wiederkommen. Drax, bitte, lass mich in Ruhe! Und schon wieder ist der Kühlschrank offen, Leute. Das ist Safe Peters Angewohnheit. Warum ist der Kühlschrank immer offen? Das muss irgendwas bedeuten, Leute. Auf jeden Fall. Drax, bitte komm nicht rein, Drax. Komm nicht rein, Drax. Er kommt in mein Zimmer rein. Drax, du machst mir Angst, Bruder. Du machst mir so Angst gerade. Lass mich in Frieden. Bitte. Oh, das ist was von Corel, Leute. Peter, Gamora. Hey. Drax? Ist das Corels Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg? Ja. Ich habe sie aus ihrem Büro gerettet. Ich wollte sie ihr zurückgeben. Bis. Niemand konnte vorhersehen, dass Corel tot ist. Oder dass Nikki die Matriarchin ist. Oder dass sie vielleicht mein Kind ist. Das auch. Sie wird Fragen haben und ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie bist du mit Mom zusammengekommen? Warum warst du nicht da? Wolltest du mich überhaupt? Ach, ich bin schon wie mein Dad. Willst du mit mir üben, ihre Fragen zu beantworten? Ja? Ich habe Nikki schon einen Teil der Geschichte erzählt. Aber nicht alles. Was hätte ich sagen sollen? Hey, Kleine, ich war mit deiner Mom zusammen und bin vielleicht dein Dad? Das eher nicht. Ich meine, wir hatten Krieg. Ich habe mit den Ravagers Versorgungsketten der Chitauri angegriffen. Piraten, du weißt schon. Niemand von uns hatte außer überlebt. Ich habe Corel nur... Merkur, ja, ich erinnere mich.
einen unterbesetzten, schlecht bewaffneten und hoffnungslos unterlegenen Außenposten musste. Das würde... Ich hab nichts gedrückt. Ich drück nichts, Leute. Ich schwöre, ich drück nichts. Yondu zur Hilfe überredet und ihr Trupp aus diesen Höhlen kam. Sie war so unfassbar knapp. Kontrolle ist auf dem Tisch, Leute. Kontrolle ist auf dem Tisch. Ich drück nichts. Aber sie wollte... Das klingt definitiv wie die Corell, die ich kenne. Hä? Ich bin zu sterben. Also blieb nur ich. Das Spiel Wir ist verbuggt. Wir haben stundenlang Strategien entworfen, oft bis tief in die Nacht. Nach 3 Tagen stand der Plan für den Gegenangriff. Und er war Jetzt immer noch Jetzt geht's wieder. Wir dachten, wir würden sterben. Seid ihr aber nicht. Nein, sind wir nicht. Alter, das Spiel... Alter, what the muss fuck? Muss ich irgendwie meinem Kind, das mir fremd ist, beibringen, dass seine Mutter tot ist? Wir beenden das Gespräch, Leute. Oder hätten wir... Ah, wir machen das doch schnell, Leute. Corell hat mir nie von Nikki erzählt. Das ist doch schnell reinmachen. Ich hoffe, jetzt geht es hier ohne Abstürze. Was ist passiert? Du musst versprechen, mich nicht so sehr zu verurteilen. Das kann ich nicht versprechen. Ich verurteile gern andere. Na gut. Corell hat mich möglicherweise mit einem entführten 12-jährigen Mädchen erwischt. Okay, dann verstehe ich, warum Corell Nikki nicht erwähnt hat. So war es nicht. Ich habe das Kind nicht entführt. Es war Yondu. Ich habe gesagt, es sei falsch und er müsse sie zurückgeben, aber er sah es anders. Also stahl ich die Milano und wollte sie zurückbringen. Und dann fing Corell mich zufällig ab. Mhm. Nach dem Galaktischen Krieg gingen Corell und ich getrennte Wege. Ich kehrte zu den Ravagers zurück. Sie trat dem Nova Corps bei. Es gab für uns keine gemeinsame Zukunft. Als sie mich mit dem Kind erwischte, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sah, da wusste ich musste ein neues Leben beginnen. Auch wenn ich dafür Yondu ausliefern musste. Deinetwegen steckt Yondu im Killen? Kein Wunder, dass auf deinen Erdnamen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er war bestimmt angefressen. Yep. Aber ich würde es wieder tun. Was mich trifft, ist, dass Corell viele Gelegenheiten hatte, mir von Nikki zu erzählen. Sie hat es nie getan. Wenn ich's gewusst hätte, vielleicht... Wichtig ist, dass du es jetzt weißt. Ja. Yep. Ach, wie auch immer. Bis wir Nikki zurück haben, warten größere Aufgaben auf uns. Das hier kann warten. Stimmt. Aber wenn du bereit bist, darüber zu reden, sei einfach ehrlich zu ihr. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja. Du hast wahrscheinlich recht. Ich find's aber schön, dass jetzt die Gamora so einfühlsam ist. Hey, na? Erinnerst du dich an Hart Pfeffords Sicherheitssystem vom letzten Mal? Das ist nichts im Vergleich zu unserem neuen Waffenarsenal. Ich bin Groot. Nein, es steckt die Bösen nicht Rocket. In einen Bunker. Wo was machst wir du hier bitte? Einen Bunker hernehmen? Och, Drax, hey, verzieh dich! Wie fühlst du dich? Hab zu tun. Schon okay. Okay. Wir sind hier ja unter uns. Wir haben bei dem Ding mit dem Versprechen echt üblen Mist gesehen. Es geht mir gut, Quill. Es gibt nichts, was ein Kree-Kind mir versprechen könnte, bei dem ich nicht erschauern würde. Okay. Aber was hast du gesehen? Spielt keine Rolle. Ich wusste, dass es eine Täuschung war, sobald ich sie in meinem Kopf spürte. Okay. Aber wir haben auch schon gehört, dass Rocket schon sehr viel Scheiße gesehen hat. Ja, als Testsubjekt in einem komischen Labor, glaube ich auch. Armer Rocket, Okay, dann würde ich sagen, Leute, genug geschwatzt. Wir haben sehr viel geschwatzt hier. Schon mehr als 40 Minuten fast. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir da zum nächsten Ziel einfach und dann mal sehen, was wir jetzt auch machen müssen hier in Guardians of the Galaxy bei Groot. Er ist jetzt am PC sogar. Ich verstehe dich leider nicht, Groot, aber... Cosmo! Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Nicht. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar. Und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt... Was ist passiert? Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin Groot. Holy shit! Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flak bist du?
Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hillbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Oh, das ist geil. Ich weiß, Lady so ein Scheißspruch, aber es ist lustig. Aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Ihr werdet mir nicht entkommen, das kann ich euch versichern. Ich brauche nur ein paar Minuten. Halt ihn hin, Quill. Warum? Wo gehst du hin? Rocket, was machst du denn? Egal, wir reden mit Captain Loose einfach. Muted? Nein. Wir haben dich nicht gemutet. Was? Nein, wir haben dich nicht gemutet. Legion. Cooler Name. Ja, cooler Name. Ravagers unterwegs. Wir sind dir und deinen Ravagers weit überlegen, Terraner Abschaum. In der Lethal Legion sind die besten Krieger, die das Universum je gesehen hat. Du bist doch auch Terraner. Ich. Hey, klar, ich verstehe schon. Du bist der Beste der Besten. Du bist der Captain eines Super-Elite-Teams. Ich nur der Captain eines Elite-Teams. Ein paar von uns sind Super-Elite. Ihr könnt euch nicht mit mir vergleichen. Ich bin Glory vom Reich der Kree. Mein Geburtsrecht allein übersteigt jeden Wert, den ihr armen Narren euch selbst zumesst. So spricht ein wahrer Kree. Ja. Wohl eher ein arroganter Armleuchter. Genug. Keine Respektlosigkeiten. Ihr werdet jetzt eliminiert. Dann geht mal. Was hast du gemacht, Rockets? Milano wird dich vom Himmel blasen. Die Feuerkraft habt ihr bei weitem nicht. Scan nochmal. Das Verstecken von Rockets illegaler Schmuggelware hat sich ausgezahlt. Nur eine Kleinigkeit aus der Karte. Waffensysteme wurden verbessert. Bisschen unterschätzt. Abwarten. Oh shit, junge Captain Loser, let's go! Alter, was ist das? Was zum Teufel? Einfach jetzt so eine Kampf, Pilotenkampfszene jetzt hier. Flugkampfszene, wie geil! Ist auch sehr laut gerade, ne? Alter, ist es laut! Ich hoffe, es ist nicht so laut auf YouTube. Ach du Kacke, ist es laut! Junge! So, bäm! Friss das hier, Scheiß! Wie heißt nochmal? League Legion? Loser, wie nennt ihr aber Loser-Team? Niemand flieht hier, du Schockhändler! Schockhändler? Schieß ihn tot! Ich glaube, so lethal ist die Religion gar nicht. Na, die kann man ganz gleich töten. Wo ist Captain Glory eigentlich? Weg das hier! Hau ab, Captain! Hallo! Steig aus für einen besseren Winkel, falls es zu heiß wird! Oder ziele einfach mit den Waffen auf sie und greif an! Alter, also, was würde passieren, wenn sie das nicht gemacht hier, die ganzen Waffen geschmuggelt, die ganzen Schmuggelware vom Rocket? Was wäre dann los eigentlich? Wäre dann was anderes passiert oder hätten wir weniger Schaden, sag ich mal, in diesem Schiff? Ich glaube, wir hätten nur einfach weniger Schaden bei diesem Schiff, bei dieser Szene einfach. Sau geil gemacht! Bam! Nee, von ihm gehört. Oder? Was glaubt ihr, Leute? Ich glaube halt, wenn wir es nicht verstecken sollten oder entdeckt worden sind wegen der Schmuggelware, hätten wir einfach nicht so viel, sag ich mal, Feuerkraft mit dem Milano. Weg mit dir. Wo ist denn dieser Dings überhaupt, dieser Captain, Alter? Gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen. Oh, wir haben doch eine Rakete, Leute. Hier habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Bam! Alter, Junge. Das ist ja abnormal geil, die Rakete, Rockets. Naja, du hast gerade deine Schiffe verloren, du Crackheads. Alter, Milano ist aber echt stark, Junge. Wie viel Geld hat diesen Typen denn bloß angeboten? Noch eins? Wo? Adors! Geht keinen Stuss, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Ja, ist halt echt so. Let's go! Rocket, du Ehrenmann, du Ehrenwaschbär. Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Oh, was? Oh. Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Sind wir bei Star Wars oder was? Gut, aber er hat ein geiles Schiff.
aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Ich bin Groot. Er hat echt ein geiles Schiff, muss man sagen. Ausweichen! Was? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Nicht. Es ist... Naja, es stimmt sehr. Die Gamora auch noch Späße macht mit ihm, so lustig. Das hat Schieß weiter auf die Auslasskanäle. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Ach, das dort jetzt. Du Feigling, komm zu mir jetzt. Captain Loser. Was ist das hier? Aber die Steuerung ist saugeil. Also macht echt Spaß, hier rumzuschießen. Schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Naja, eher nervig sein. Was das hier ist so easy gegen Captain Loser. Och, Captain Glory. Es reicht. Verlier doch einfach jetzt, Bastard. Bam! Es ist zu easy gegen den. Lady Schädeltoss, sie hat echt ein miserables Timing. Alles okay da drin, Cap? Halt schon ganz fest. Dann lauf doch nicht weg, Captain Loser. Was ist das hier? Noch ein Schuss und du bist erledigt. Bam! Ich habe die Galaxie verärgert. Er geht mir echt auf den Senkel. Ja, mir jetzt auch mittlerweile, muss ich sagen. Wo ist er jetzt schon wieder? Er ist oben, oder? Er ist oben. Ich glaube nicht, dass es diese Schrottsäcke interessiert, ob die Galaxie belagert wird. Naja, Söldner. Wir sind Söldner. Ja, jetzt ist er tot. Also, Rocket, ich küsse doch dein Waschbärenherz. Lady Mistbacke. Ich glaube, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas. Das war aber echt einfach. Also ich glaube, hätten wir es nicht versteckt, dann wäre das um einiges schwerer, um die zu besiegen, ne? Beziehungsweise Captain Glory. Yep. Die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von Xander. Meinem... Wow, das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Müssten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Sphären nach Terrifia. Und der Sherrichter. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Sie brauchen dringend eine Dockfreigabe. Bitte antworten. Schnell. Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, 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 nein. Das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Ja, ich kann keine Aliensprache, deswegen dann der galaktische Quill, Standard, wenn du oder? Jetzt beiß ich dir die Ohren ab. Ich bin Groot. Ich weiß, Kumpel, aber so können wir Startypsfehler alle gemeinsam verfolgen. Wie können wir dir helfen? Straftaten, dem Korps beitreten. Beitreten, oder? Glückwunsch zu deiner Entscheidung. Einfach mal den Worldmind rauslocken oder so. Deinen vollen Namen, deine Bezeichnung oder Seriennummer an. Richard Ryder. Star-Lord. Quills Bomb. Jo, was? Diese Strategie ist. Hat sie gerade meine Munzer erwähnt? Es könnte klappen. Oh, nein! Och, Rockets. Anlage an, von der du stammst. Hat er gerade Quills Mom gesagt? An der Strategie. Sei still. Ja, mach deine Hand weg, Junge! Mach deine Pfoten weg, du Vollidiot! Groot, hört auf, dort ranzugehen! Der Maurer. Galactus, komm, Galactus! Ich schreibe abschließend in wenigen Worten, warum du dem Nova Corps beitreten möchtest. Weil ich will für Gerechtigkeit sorgen. Junge. Die beste KI der Welt das nicht verarbeiten. Drax, du machst jetzt weg, Mann! Das Essen soll ziemlich gut sein. Alter, ich raste aus. Ich will's einem Idioten richtig zeigen, welches Gesetz bin. Wir machen das, Leute. Das ist irgendwie das Beste von allen dreien, irgendwie. Keine Ahnung.
999 okay, Jahren. Spaß gemacht, aber komplette Zeitverschwendung. Irgendwelche anderen Ideen? Straftaten? Wir sollten melden, was Raker vorhat. Meinst du, das verflagte World Mind weiß das noch nicht? Vielleicht nicht alles. Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Nimm irgendwas, Peter. Ich nimm doch irgendwas. Offizierverzeichnis dann eben. World Mind, World Mind, der World Mind. Mehrere potenzielle Offiziere vorsortiert. Die Zuweisung von Ressourcen zur direkten Kommunikation mit uns wurde verweigert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Naja, ein Versuch war's wert. Versuchen wir was anderes. Ich weiß, wir treten dem Chor bei und rauben's aus. Hat ja schon so toll bei Lady Hellbender geklappt. Joa. Okay. Dann mal Straftaten vielleicht. Künftige Verbrechen. Wie wär's mit künftige Verbrechen? Ja, das wollte ich gerade machen. Danke, dass du proaktiv bist. Aber der kommende Untergang der Galaxie macht alle künftigen Verbrechen irrelevant. Ich bin Groot. Wir sollten Ihnen von dem Versprechen berichten. Selbst stellen. Weil die ganzen anderen Schiffe ja noch nicht den gesamten Funkverkehr damit blockieren. Aufgrund ey, die sind der nutzlos, die Nova Corps. Ich glaube, wir müssen uns selber stellen, Leute. Ich glaube, wir müssen uns selber stellen. Wenn wir uns die Strafe stellen, abbezahlen. Würde das Aufmerksamkeit erregen? Wir machen die Strafe zahlen einfach erstmal. Verbindung zum. Oh nein, ziehen jetzt die ganzen Geld ab, oder wie? Es klappt, ich fasse es nicht. Was ist das denn? Das World Minds! Was habt ihr vorzubringen? Hey, World Mind! Lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein! Nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie. Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenmord erobert die Sternsysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Riegel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural, erwähnen. Das World Mind ist ein kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als S. Hör zu. Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Nova-Core-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Oh, Rockets, muss das jetzt sein? Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Karte zusammen. Sind etwaige Parameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xandar. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet an aussieht? Sich appellieren, ihr müsst es beschützen. Eimer. Nein. Warp Mind, du bist doch mächtig. Du musst doch irgendwas machen, Alter. Das kann doch nicht sein, dass sie aber nichts machen. Es ist eure Pflicht, die Galaxie ja. zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie? Die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen.
Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Ach, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss sprengt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie. Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Drax ist strohdumm und bisher noch nie gescheitert. Ihr habt doch nur Angst. Ihr kriegt ein Berechnungsproblem nicht gebacken und schon haut ihr ab. Angst ist eine emotionale Reaktion. Fragwürdig. Wir empfinden keine Emotionen, daher können wir keine Angst haben. Wieso lauft ihr dann davon? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung. Ja, bla bla bla. Seid ihr eine Superintelligenz der Klasse G oder eine Endlosschleife? Wir verstehen, dass euch unsere Entscheidung zu gehen missfällt. Aber euer emotionaler Zustand ist nicht unsere Primärsorge. Oh nein, wir waren so gemein. Wir haben uns in Abwägung aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Nova Corps. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin Groot. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Wow. Die wollen nichts bei so einer Bedrohung machen, aber wollen auch das Geld haben. Und Adam Warlock wurde erwähnt. Es war aber schon irgendwie klar, dass Adam Warlock irgendwas damit zu tun hat, oder? Bezahlung bestätigen. Bezahlung abbrechen. Wir machen das trotzdem, Leute. Wir sind noch gerecht. Wir sind die Guardians. Wir machen das einfach. Aber ich finde es schon ein bisschen schade vom Wortmind, dass er so eine Sache abzieht. Aber wir machen es trotzdem, Leute. Aber für die Gerechtigkeit, ich glaube, Rocket wird sauer sein, klar. Aber wir sind immer noch die Guardians. Okay, wir machen das. Bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Was? Das Universum geht unter und du zahlst mit unserem Geld eine Nova-Corps-Strafe? Hör zu, Mann. Die Kirche wird gleich kommen und uns alle holen. Wenn der Abschalter losgeht, sind wir leichte Beute. Okay, zumindest das wäre geklärt. Nichts wie weg hier. Oh, Peter, Mann, da tut sich was. Was? Ich bin gut. Sie starten gerade. Ach, die laufen sogar weg, oder wie? Oder wechseln sie immer ihr Standort? Ich glaube, die laufen einfach weg, Leute, jetzt. Wow. Was für Quill. Feiglinge. Quill. Ich seh's doch. Sohn eines Schmack. Oh, shit. Das sind diese Kirchentypen. Ja, danke. Genau dort, wo sie... Oh, ey, what mind und nichts los. Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchin wird wahr. Peter? Ich muss erst hier raus. Komm schon, komm schon. Und los! Oh Mist! Wow! Was
zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute, 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 es reicht. Hört endlich auf! Bei dem Krach kann ich nicht denken! Rocket, reparier die Triebwerke! Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Ah, wir müssen aufstehen. Entspanne dich in deinem Quartier. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Ist schon krass. Ich glaube, Nova Corps und der World Mind sind das Stärkste, was man nicht haben kann, so eine Galaxie, ne? Also als Hilfe und die sagen einfach nein. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann uns entspannen hier mit Peter. Like, wenn es gefallen hat. War eine sehr coole Folge. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ciao, ciao.